Zu fertig mit Kacke. Immer nur am Handy. Muss auch nochmal. Hast du jetzt langsam mal ausgeräumt? Ja, weil du um diese Uhrzeit noch einen Kaffee trinken, das geht bei mir direkt auf die Darmflora. Ja, ja. So sind sie, die Athleten. So, ich schalte mal auf. Ist das eigentlich okay, dass er draußen schläft und so? Also. Ist nicht okay, wenn er manchmal will er drin schlafen. Wenn es kalt ist, dann kratzt er so. Ja, das kenne ich. Das da kann ich nicht drauf. Müssen die durch. Das Betteln, weißt du? Ja, aber es ist der einfachste Weg, die scharf zu machen. Heute ist, was ist heute? Donnerstag, ne? Ja. Dann kriegt er übermorgen auch schon wieder was zu essen. Na, du Kampfhund. Hallo. Hallo, du Kampfhund. Findest du Snatch? Gib mal ein bisschen nach hinten. Genau, hallo. Oh, da freut sich aber einer. Es ist angerichtet, es wird nicht schmecken und wehtun. Sehr das schön. Das ist übrigens die Stange von der Kunde. Ein bisschen leichter und die. Kannst du den Leuten ruhig erzählen, dass du jetzt ein bisschen auf andere Stangen hier gewechselt bist? Das ist natürlich jetzt verräterisch, weil das natürlich meine Backsquat-Höhe ist. Hier, kennst du die? Wenn du das Gewicht nicht wechseln willst, weil es einfach eine Stunde dauert, bis man diese Scheiße gedreht hat. So. So, kannst du den Leuten gerne sagen, dass Papi nochmal kacken geht jetzt? Ach so, okay, also verschiebt sich. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich nochmal. Ja, so um ein halbes Kilo. Okay. Was erwartet uns denn heute? Pumpen. Upper Body Strengths. Ich würde erstmal herzlichen Glückwunsch zum 5-Jährigen sagen. Ja. Ey, weißt du, hat jemand Geburtstag? Vergiss unseren Hochzeitstag. Ich war ja im Urlaub, ne? Ja, schon krass. 5 Jahre, Alter. Das hieß ja, dass wir 5 Jahre älter sind als vor 5 Jahren. Kann gar nicht sein. Ich habe mir deine grauen Barthaare so anguckt. Es kann gar nicht sein. Alter, oder? Also, ich finde, das ist jetzt bist du endlich so George Clooney-Niveau. Ja, oh, aber leider ohne George Clooney zu sein. Ohne George Clooney-Gehalt. Ja, vor allem immer noch in einem kleinen Garten mit nervenden Kindern. Ich meine, so hat George Clooney nicht. Ja, aber 5 Jahre ist krass, oder? Ja. Ich habe mir das erste Video, ich weiß, das habe ich mir schon so oft angesehen, nochmal angeguckt. Boah. Also es gab eine Menge Gründe gegeben, zu sagen, nach dem ersten Video, lass mal nicht. Hier liegt übrigens 5 Jahre und hier liegt übrigens was. Boah, sag mal. Aber das können wir uns nachher angucken. Ja, das liegt doch schon ewig. Seit 4 Jahren. So, jetzt wird ein bisschen gepumpt, oder was? Ja, genau. Du machst ja kein Crossfit mehr. Nee, fast gar nicht. Wobei jetzt wieder so 1-2 Mal die Woche baller ich ein bisschen. Aber auch nur Schwächentraining. Überraschung, irgendwas ganz Neues. Aber hauptsächlich Kraft. Ich mach Kraftzüge bis zum Abwinken, Lifts bis zum Abwinken. Presses, so wie heute halt. Pull-ups. Optik. Ohne, aber auch mehr Essen, du kennst das. Also T-Shirt bleibt oder an. Ich bin übrigens auch da. Ja. Was los? Juhu! Ich schließe mich heute dem Kraftzyklus an und versuch mal, wenn ich heute nicht stärker werde, dann lasse ich es auch direkt wieder sein. Nee. Nee, okay. Nein, du wirst heute noch stärker, ganz einfach. Komm, ich suche das Gummiband. Bis man hier mal anfängt, ne? Wie machst du dich immer so warm? Ja, ich mach ein bisschen so, ein bisschen so. Schön ist auch Schulter und dann erstmal vorher so aus Langeweile 5 Minuten Fahrrad fahren. So, du Biest. Dann klär doch die Leute mal auf, was machen wir jetzt hier? Wie viele Sätze und was? Und die Leute wollen doch. Die wollen wissen, was wir pumpen. Wollen ja wissen, ja. Wir Biester. Die machen ja, was wir sagen, machen die dann einfach jeden dritten Tag. Also, was muss man machen für so Kanonenkugelschultern, wie Schagel sie hat? Der bekannt ist dafür. Nicht zu viel trainieren und es immer übertreiben. Erstmal einen Trainer suchen, der was Schlaues aufschreibt. Bei mir ist ja Jörn. Wir machen heute das Deload. Sagt man immer, aber es ist tatsächlich Deload, das heißt 3 schwere Sätze mit 5 Wiederholungen Stückpress. Ich sehe auch aus wie so ein geplatzter Pudel. Und dann 2 Sätze mit Max Effort, mit bei okayem Gewicht, im Supersatz mit Max Effort Pull-Ups. Okay. Also es ist tatsächlich Push-Pull, 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 stumpf as fuck. Dann machen wir ein paar Flies.
eigentlich Gewicht, ja, wir haben eigentlich von, ja, Leisten 2x22,5. Geht leichter, aber gehe ich hier nicht anders. Kriegen wir schon hin. Und dann noch, davon nochmal, das noch im Wechsel mit Fleisch, mit Pull-Ups, glaube ich. Nee, nicht. Genau, dreimal drei Sätze Fleisch mit. Auch selbst ein unilateral Strict Press, das heißt auf die Stange Ungleichgewicht, also rechts Gewicht, links nicht zum Beispiel, und dann rausdrücken. Schönes Ding, das klingt nach Verletzung, ich freue mich. Klasse. La. So schnell bin ich nicht, du musst doch schon ein paar Wiederholungen mehr machen. Kann ja früher hast du länger durchgehalten. Rudern? Früher hast du länger früher, durchgehalten. Ja, ich weiß, aber weniger Gewicht. Du bist einmal, du kannst auch mal was pushen. Na, ja. Bin ich zum Training hier, zum Film. Schräg beim Dringen gehabt. Ja, die Brust muss mittrainiert werden. Ja, schön. Boom. Oder? Boom. Gib ihm. Komm. Sieht gut aus eigentlich. Das sieht sehr schön aus, ja. Hast doch fast keinen roten Kopf. Oh, ich wollte nicht lachen. Ja. Fünf, Digga. Umkippen mit Zeitlupe. Fünf. Ich glaube, da war noch einer am Tank. Ich glaube, ein bisschen zu niedrig rangegangen. Mein noch ein Satz. Ja. Es ist halt typisch für uns, wenn wir selbst unterschätzt. Ja. Wie es halt immer so ist. So häufig. Ja. Aber deswegen breche ich Snatches auch gerne nach dem Pull-Up. Nein. Nein. Spring nicht nein, drunter. Nein. Laufen die Pull-Ups wie von allein. Das ist schon gut. Kannst du Muscle-Ups machen? Ich gestern schon. Darf ich nicht. Coach, ich habe Muscle-Ups aussehen gemacht. Ist okay, oder? Ja, alles klar. Strict aber. Ja, wenn ich die so schnell mache, ja, dann. Mit Rebound. Ich habe bei der dritten Rap noch gedacht, wenn ich die so mache, könnte die Bizeps-Sehne reißen. Dann gedacht, das passiert. Das wäre so ein geiles Video. Das passiert nicht. Jetzt, Herr Bosch. Wir machen noch zwei Sätze Max Effort Pull-Ups, gucken, was so geht. Vorher mal diese Vorübung. Die ist nicht so wild. Okay. Also aus dem Kraft-Press-Kram sind wir raus. Wir machen so wie ich will nicht den Namen sagen. Wenn ich den Namen sage, dann kommt er. Dann kommt er mal gleich angesehen. Das kenne ich. Das ist so, wenn man bei Quincy Essen sagt. Das ist ein ähnliches Phänomen. Und ihr schon so, heißt unser Hund vielleicht Essen? Oh, er kommt aus Essen. Ja. Kann auch sein. Liebe Grüße nach Essen. Ja. Ein anderer Zuschauer aus Essen. Es guckt aber auch. Wo ist Snatch? Jetzt muss ich erstmal snatchen. Und er denkt, ey, kann ich vielleicht kacken gehen? Nein. Das ist CrossFit, Leute. Das ist CrossFit. Guckt es euch an. Wenn Leute sich fragen, CrossFit, was ist das eigentlich nochmal? Gummiband. Das ist das mit dem Gummiband. Gummiband und Body Weight Work. Gummiband und stricte Pull-Ups, dafür ist CrossFit bekannt. Vor allem für die stricten Pull-Ups. Genau.
nächstes Mal kann Schagel sich echt auch ein spannenderes Training ausdenken. Ey, das ist ja, es gibt nichts Langweiligeres zu filmen als Strict Press und Pull-Ups. Mal abgesehen von vielleicht einem Gummiband, was man in die Länge zieht. Ja, das ist spannend. Ja. Aber du kannst dabei... Willkommen bei Hips of Doom. Folgt uns für mehr spannenden Content. Hier geht's rund. Aber du kannst dabei geil quatschen. Jetzt nochmal dabei sein. Und stimmt, man ist nicht so außer Atem. Das, also gerade hier genieße ich das wirklich. Zwischendurch hinsetzen, am Handy, Kuchen essen. Kuchen so, den Hund verprügeln. Man wird auch und nicht jünger. Hin und wieder mal gucken, ob da wieder jemand vor meiner Auffahrt steht. Wenn du da mal hinfilmen magst. Knappe Geschichte, ne, mit dem schwarzen Arsch da. Vorgestern stand da wieder einer. Da kann man mal aus Versehen mit dem Schlüssel längs gehen. Ja. Zum Beispiel. So, Herr Burt. Machen Sie noch mal einen Satz, dann können wir hier mal die netten Hüllen enthüllen. Stimmt. Wir haben gleich noch, wissen wir, was haben wir noch, aber das können wir zwischendurch. Ja, wir sind noch flexibel. Also wir können die Hüllen enthüllen und zwischendurch einen Satz. Alles kann, nichts muss. Chasing the Pump. To the Beach. Das ist ein bisschen, wer kennt die noch? Diese Expander früher. Mit diesen Metallfedern. Oh ja. Die gab es auch früher. Zum Rücken. Naja, wollte ich nur mal gedacht haben. Ach, die meisten unserer Zuschauer sind. Unterschätztes Equipment. Absolut. Gleich neben dem Bauchweggürtel und dem Bauchwegtrainer. Gibt's die noch? Klar. Würde ich gern für Info. Also, als wir jetzt hier in Miami waren und so, habe ich im Fernsehen auf jeden Fall Werbung für sowas gesehen. Tony Little hat das früher gemacht. Tony Little. Tony Little, so ein Pumper, ein bisschen weich, früher halt, lange Haare und der Tony Little. Wie hieß Fernsehen. Also was heute sexy Clips sind, war früher Tony Little. Ich kenne nur, hieß er, irgendwas mit Banks von die hier, Tabo. Wie hieß der nochmal, Willie Banks oder wie hieß der? Ich weiß. Ah, da kann Billy ich. Banks? Billy Banks? Irgendwie. Klingt auch ein bisschen wie ein Pornodarsteller. Ja, also ist es wahrscheinlich so. Vielleicht vermische ich da auch gerade Sachen. Nee, Banks, Billy. Aber ja, ich weiß. Er hat, glaube ich, auch in diversen Hollywood-Filmen mitgespielt und Bösewichte vermöbelt. Leute, wie hieß er? Willy Banks, Billy Banks, Bob Banks, gar nicht Banks. Schreibt es in die Kommentare. Die richtige Antwort kriegt einen Daumen hoch. Oder so. Schagel. Hm. 5 Jahre sind wir jetzt am Start. Wir wären natürlich nicht wir, wenn wir nicht nach 5 Jahren auch noch was aus dem Ärmel schütteln würden. Geh doch mal hier zu den... Guck doch mal im Garten, der Osterhase war da. So war das. Das kann es nicht sein, hier steht HOD drauf. Leute, wir haben was Neues am Start. Das liegt da. Da liegt das so. Schagel, kannst du mal mit seinen Kreidehänden vorsichtig anfassen? Die beiden Exemplare jetzt gleich. Gehen zum andere, erst mal das andere. Oh, Schagel. Was ist denn da drin? Mag ich euch zeigen. Komm, zeig mal. Da war nichts drin. Zeig mal. Da war überhaupt nichts drin. Zeig mal hin. Jetzt passt auf. Papier. Und um das Papier rum ist ein T-Shirt. Oh, ist nicht wahr. Leute, komm. Guckst du? Nee. Freunde der Sonne, unsere schwarzen Ballern-Shirts sind zurück. Sogar mit etwas neuerem, moderneren Schnitt. Wir haben die Produktion in Portugal nochmal gewechselt und Schagel, das hier, ne? Ich weiß ja nicht, ob du es schon wusstest. Stimmt. Diese Beutelchen hier sind aus Maisstärke und können einfach in den Kompost geworfen werden. Hallo? Hallo? Sind doch Ballaststoffe, kannst du auch essen. Kann ich? Also ja. Aber das viel darf ich nicht. Eine ganze Tüte krieg ich einen feuchten Fuzzi. Schagel. Und, aber eins ist immer noch, immer noch nicht für Nazis und Arschlöcher geeignet. Ah, schade. Ah. Na. Können wir trotzdem anziehen. Ja. Schade, war auch irgendwie ein komisches Wort. Das so. So. Oh. Ja. Schade, aber da ist, aber ja, da ist ja noch eine Tüte. Ja. Oh. Oh. Das ist so tarnfarbengrün, das sehe ich gar nicht so richtig. Eieieiei. Sag mal, Leco Mio. Schade, was ist denn das bitte? Das ist ja mein Lieblingsshirt, ne? Da, warte doch mal. Ich wollte was sagen. Hat nicht. Oh.
Ich habe übrigens gerade gestern in seiner Story Max Lang wieder in dem Oldschool Hipster grünen Shirt gesehen. Ja, ja, Leute. Das muss ja schon hart sein wie Sau, der braucht auch mal ein neues. Genau, Max, wir schicken dir auf jeden Fall eins zu. Die grünen T-Shirts haben wir auch wieder am Start. Ich glaube, zuletzt hatten wir die vor 2,5 Jahren, 3 Jahren oder so. Ja. Sie sind wieder da, made auch in Portugal, feinste Qualität. Wir haben hier 2 Größe L-Shirts liegen und ich würde sagen, wir schlüpfen mal rein und zeigen euch mal, wie die in unseren Prachtkörpern mit 2,10 Meter sitzen. Aber dann lass erst mal die Brust aufpumpen. Okay, wir pumpen erstmal die Brust auf. Das ist CrossFit. So, Schagel, dann zieh doch mal an den Feinzwirn. Ja, aber du hast mit der Kamera nicht so nah ran. Ich bin gerade. Nein, ich gehe ein bisschen weit weg. Ist auch Weitwinkel. Man sieht nichts. Er hat auch Fischauge gestellt, deswegen wirkt es ein bisschen. So. Nein, Spaß. Oh. Das ist ja geil. Das ist ja was hier. Was ist das? L, ne? L. Chagel. 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 Alter, das wird so gut, da möchte ich direkt ein paar Flies machen. Ja, man kann doch mal hier, also hier sieht man noch schön, oh, Leute, was ist das bitte für ein Schnitt? Das fällt aber ja, wie Butter. Ist aber auch, ist aber schöne auch, Grüße an Anna. Ist aber auch ein bisschen mein Buddy. Ja, also, du bist auch mein Buddy. Ja. My Buddy. So, hier, mach mal. Mal gucken, ob die Presses, die Flies auch einfacher gehen da drin. Ich denke schon. Ich denke vor allem nur hübscher. Oh ja, viel leichter. Oh. Geil. Schage. Da will man dir selbiges Shirt ja direkt vom Leibe ziehen, reißen. Und mich dann nackt liegen lassen mit dem Shirt. Ja, mit dem Shirt abhauen. Abhauen, ja. Snatch ist auch begeistert. Jetzt zeig uns mal diese komische Spezialübung hier. Elegant. Steht er auf, wie man ihn kennt. Ah, oh, nee, hier muss ich auch. Wenn das Fernsehen da ist. Oh. Auf die Kacke. Hier, man sieht nur auf einer Seite Gewicht. Das ist kein Fehler, nein. Der Schagel trainiert, wie heißt das? Unilateral. Verkehrt heißt das. Verkehrt herum. Falsch. Der Fanny trainiert immer falsch. Sieht auch sehr gut aus. Aber in dem T-Shirt fällt es einem leicht. Schagel. Ich muss noch 2 Minuten warten, das wird gerade. So, was man jetzt mal dazu sagen muss. Also, neue alte Shirts, neuer Schnitt und, was ich auch mal hier festhalten möchte, ein Next Step in der Hipster-Ära. Es ist Bio-Baumwolle. Wir haben biologisch abbaubare Umverpackung um die T-Shirts. Alles individualisiert, vom Hangtag bis zum Versandbeutel. Alles Choc-Giselle, feinste Qualität. Du kannst gerne sagen, es ist auf meinem Mist gewachsen. Ich werde wieder schön in meinem Porsche verpestet. Die T-Shirts gibt es ab jetzt im Shop, wie immer. Ja, was heißt eine begrenzte Anzahl, aber nur so viele, wie wir kaufen konnten. Irgendwas ist Geld. Also sind alles. Sie 21, 22, 23 jetzt leider schon wieder ausverkauft. Also, ach, ihr seid verrückt. Leute, haltet euch dran, deckt euch ein für den Sommer. Wir genießen jetzt mal, würde ich sagen, bei einem schönen Zauberfrühstück à la Schagel Butt. Unser 5-Jahres-Anniversary, züngeln noch ein bisschen rum und planen schon den nächsten Schabernack für euch. Ich habe gehört, der Schagobert kommt demnächst auch mal wieder in die Hornebox und dann wird er mal richtig einer wegtrainiert, weggegrillt oder irgendwie sowas. Dann machen wir wieder, machen wir Pull and Push. Ja, für die Optik. Dann machen wir dann Beinbeuger, Beinstrecker. Genau, ich mache dir lecker beim Frühstück, mit dem Frühstück müssten wir eigentlich auch mal online. Oh ja. Guck mal hier, wer sich schon wieder aufdrängt. Nee, unser Frühstück müssten wir mal irgendwie, aber das ist ja, nee. Ich kann nicht so viel Frühstück machen. Wir verbleiben mit den weisen Worten von Max Lang, der im original grünen Hipster-Shirt liftete und sang, liken, teilen, abonnieren, screenshotten, ausdrucken, Herzen aufmalen, an den Kühlschrank hängen, Mama und Papa Bescheid sagen, alle CrossFit Hipster auf Doom, abonnieren. Dies, das. Ananas. Digga!